Heute reden wir über einen Charakter, der einen Weg gegangen ist, den man auf den ersten Blick nicht nachvollziehen kann. Ein Mensch, der viel zu früh aus seinem Umfeld gezerrt wurde und in eine Riesenverantwortung gesteckt wurde. Ein Mensch, der Liebe nicht nur gesagt hat, sondern mit jeder Phase seines Körpers leben wollte. Ein Mann, der Angst hatte, seine Liebenden zu verlieren und versucht hat, die Natur etwas Unkontrollierbares zu kontrollieren. Die Rede ist von Anakin Skywalker. So, wie angekündigt ist hier das versprochene Anakin-Video. Wir hatten uns ja auf TikTok jetzt viel beschäftigt mit den Ratings und so weiter und so fort. Es gab ja eine Aussage, die wurde totgehatet, und zwar die um Anakin. Heute gucken wir uns Anakin im Detail an und warum genau ich ein Problem mit seiner Schreibweise bzw. wie er geschrieben wurde, ja, einfach habe. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier einmal auf Abonnieren klickt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr hier einen Kommentar in der ersten Stunde verfasst. Ist natürlich wichtig für den Algorithmus, deswegen, oder das Video einfach auch like, geht auch fit. Würde mich auf jeden Fall freuen, ich will gar nicht viel schnacken, wir fangen direkt an mit dem Video. Wir steigen ein, hört genau zu und schreibt dann eure Meinung in die Kommentare. Anakins Werdegang in Star Wars wird von vielen als Meisterwerk angesehen und ich selber würde sagen, dass die Grundidee eine unfassbare ist. Ich ziehe große Parallelen zu Obito aus Naruto oder Eren aus Attack on Titan. Beides Charaktere, die die Welt für ihre Familie opfern wollten. Aber um es kurz zu fassen, die beiden genannten wurden meilenweit besser umgesetzt als Anakin Skywalker. Aber lasst mich natürlich erstmal erklären, warum. Wir lernen Anakin als Kind auf Tatooine kennen, der mit seiner Mutter zusammen ein Leben als Sklave führen muss. Doch wenn man genauer hinschaut, ist bis auf das Mysterium rund um seinen Vater und die Macht keine besondere Persönlichkeit vorhanden. Anakin ist hier weder aggressiv, noch hat er einen starken Gerechtigkeitssinn. Anakin versucht mit den Mitteln, die er hat, zu gewinnen und selbst wenn man ihn betrügt, zeigt er hier keine Anzeichen von Rache. Ein ganz normaler random Standardjunge, so den man überall kennt. Das ändert sich natürlich in Episode 2. Anakin ist zu einem starken Jedi geworden, der aber aufgrund seiner Stärke in manchen Situationen schon ziemlich überheblich ist. Ich will nicht lügen, beim Rewatch ist mir nochmal aufgefallen, wie überheblich manchmal Anakin ist. Trotzdem lässt er sich von seiner Vaterrolle immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Hier kann man aber das erste Mal nachvollziehen, dass Anakin nicht ganz genau weiß, wo die Reise hingeht, weil er mehr haben möchte, als ein ganz normaler Jedi-Ritter zu sein. Er selber sieht sein Potenzial nochmal als ganz, ganz viel höher an, als es eigentlich ist. In diesem grottenschlechten Film, ja, Episode 2 finde ich halt maximal schlecht, sehen wir auch, dass Anakin hier eine Liebe zu Padme hegt. Mit maximaler Fantasie sieht man hier auch Anzeichen von Unloyalität zu Obi-Wan, weil er sich bei der ersten Gelegenheit einfach beschwert, so, aber das ist so Standard für pubertierende Kinder, die sich einfach über ihre Eltern beschweren, weil die ja angeblich so schlecht sind. Weiß jetzt nicht, ob es so sinnvoll ist, Anakin zu einem random Pubertierenden gemacht zu haben, der sich einfach gegen seine Eltern stellen will. Naja, auf jeden Fall, wir kennen das ganze Spiel, er tötet das ganze Volk, was seine Mutter im Endeffekt getötet hat. Sie ist in seinen Arm gestorben und erzählt das Padme. Padmes Antwort war auch maximale Katastrophe. Aber wenn wir ehrlich sind, das, was Anakin gemacht hat, hätten wahrscheinlich viele andere Menschen und auch Jedi gemacht. Ich meine, es ist seine Mutter, die in seinen Arm gestorben ist, mit der er jahrelang aufgewachsen ist. Auch ein Grund, warum Jedi sagen, ey, Anakin war viel zu alt dafür. Dass der Typ aber 5 Sekunden später der bedrohlichste Mensch der Galaxis wird, hatte man hier noch einfach nicht im Schirm so. Und das macht auch an sich von der Storyline überhaupt keinen Sinn mehr. Episode 3 ist dann für mich ziemlich crazy und verwirrend. Anakin und Obi-Wan haben plötzlich kein Vater-Sohn-Verhältnis, sondern ein Brüder-Verhältnis. Aber Anakin zeigt hier Obi-Wan auf jeden Fall maximale Realität, sodass er sogar für ihn sterben würde. Und das, obwohl er eigentlich in halben Film wie ein kleines Kind sich über ihn beschwert hat, weil er angeblich nicht will, dass er weiterkommt und so weiter und so fort. Egal, kein Problem. Anakin tötet hier auch das erste Mal einen Unbewaffneten, weil der Kanzler ihn manipuliert und gute Argumente vorträgt. Fassen wir mal kurz zusammen. Am Anfang des Films hat Anakin große Probleme mit einem Sith Lord und einem Kriegsherrn, der sogar seine Hand abschlug und großen Einfluss auf das Gericht hat, in einer Notsituation zu töten. Er stirbt für seinen Meister und erfährt, dass er bald ein Kind bekommt, worauf er sich logischerweise freut. Ist also ein unfassbar starker Jedi mit guten Kontakten, der, wenn es aber erforderlich ist, nicht ganz nach den Regeln der Jedi spielt. Also low-key kann man hier sagen, er ist so ein kleiner Mace Windu einfach. Jetzt kommt aber der Plot. Der Imperator sendet Anakin Visionen und Träume, wie damals von seiner Mutter, über Padme, so dass Padme oder dass Anakin denkt, Padme stirbt bei der Geburt. Anakin hat logischerweise hier auch Angst, so, und will Padme nicht verlieren und versucht irgendwie eine Lösung zu finden und versucht einen Weg zu finden, der es ihm ermöglicht, Padme zu retten, weil er spürt, in ihm drinne ist diese Macht halt nun mal drin. Anakin findet während Obi-Wans Mission auch raus, dass der Kanzler ein Sith Lord ist, der ihm das beibringen kann, also Padme zu beschützen. Und natürlich will Anakin nicht, dass Padme stirbt, aber auch nicht der Imperator, weil er der Einzige ist, der ihn irgendwie diese Lösung bringen kann. Anakin ist ja sogar zu Yoda gegangen und hat ihn gefragt, doch die Antwort von Yoda hat Anakin nicht gereicht, weil Yoda halt einfach nun mal ein sehr strenger Jedi ist, der nach den Regeln oder nach dem Kodex der Jedi lebt und sowas ist halt einfach nicht erlaubt. Auch hier kann ich Anakin verstehen, weil Anakin weiß ja, dass er diese Macht hat und Yoda weiß es wahrscheinlich
wahrscheinlich auch und Yoda hätte wahrscheinlich einen Weg finden können. Da das aber nicht im Anblick oder da das nicht die Aufgabe des Jedis ist, will ihm Yoda einfach hier nicht helfen. Jetzt aber meine Frage, wieso um alles in der Welt ist Anakin in 19 Filmminuten zu einem Kerl geworden, der nach einer Lösung sucht, ein Jedi ist, sogar zu einem Jedi-Meister geht, zu einem Sith-Lord geworden, der sich einem Sith-Lord, einem anderen, unterwirft und Jünglinge killt? Dieses Pacing macht in meinen Augen absolut keinen Sinn mehr. Natürlich hatte Anakin ein gewisses Missvertrauen gegenüber den Jedis, weil die den auch nicht zum Meister machen wollten und so weiter und so fort. Aber es rechtfertigt keineswegs, warum Anakin auf einmal ohne Probleme unbewaffnete und unschuldige Kinder tötet. Vor allem, wenn wir uns am Anfang des Films an den Mord an Count erinnern, wo er sogar Probleme hat, macht das noch weniger Sinn, dass das innerhalb von gefühlt 2 Tagen einfach so ein krasser Switch kommt aufgrund von Versionen. Er hatte schließlich nur ein Ziel, Padme zu schützen. Und selbst wenn der Imperator wirklich der Einzige gewesen wäre, der das für ihn irgendwie organisiert hätte, nach dem Satz wäre für Anakin eigentlich schon Schluss gewesen. Den Tod zu hintergehen ist eine Macht, die nur einer erlangt hat. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir das Geheimnis lüften. Ich meine, der Imperator hat ihn einfach offensichtlich sehr hart verarscht und Anakin ist trotzdem bei ihm geblieben. So, es macht für mich keinen Sinn. Es ist einfach keine Rechtfertigung, alle in der Galaxis abzuschlachten und diese dann zu unterwerfen. Also ich verstehe den Sinn von Ziel und was er tut. Es passt einfach nicht, ich verstehe es nicht. Wenn wir das ganze Welt mal in die reale Welt übertragen würden, dann ist das sowieso komplett lost und macht überhaupt keinen Sinn und ist absolut unrealistisch. Aufbau wurde einfach hier komplett in meinen Augen verpasst. Man hätte Anakin schon ab der ersten Episode so ein gewisses Rache-Element oder Aggressionselement geben sollen. Und nicht erst am Anfang oder Ende von Episode 2 durch einen völlig legitimen Grund. Ich meine, seine Mutter wurde getötet von seinen Augen und da waren halt die Typen und die haben den abgefuckt. So normal macht er sowas. Man wusste, was Darth Vader im Laufe der Jahre tut und wird. Darth Vader, wie gesagt, ist der meistgefürchtetste Mensch in der Galaxis. Der Mann hat ganze Welten auf dem Gewissen. Und trotzdem hat man versucht, Anakin auf Krampf, solange es geht, als Helden zu behandeln. Natürlich war Anakin im Krieg ein Held. Er hat viel getan, er hat viel für die Republik getan. Aber in seinen Charakterzügen, auch da sein Held-Dasein unbedingt aufrechtzuerhalten, macht keinen Sinn. Arroganz und sein Egoismus hätte man viel, viel besser in den Vordergrund stellen müssen. Stattdessen hat man versucht, Anakin als ein Familienliebhaber zu sehen oder Anakin als ein Bruder von Obi-Wan oder als ein Auserwählten. By the way, streng genommen ist Anakin sogar der Auserwählte, weil er in Episode 6 Palpatine doch umgebracht hat. Aber was Obi-Wan gesagt hat, ist schon ziemlich legit. Anakin sollte die Sith vernichten und sich nicht ihnen anschließen. Anakins Schicksal oder Verantwortung, die er ja eigentlich unbedingt haben wollte, war schon viel größer als das, was er dann oder den Weg, den er gegangen ist. Von der Tatsache abgesehen, dass er einfach durch Verrat oder Verdacht auf Verrat seine Frau, die er nur das Ziel war, sie zu schützen, umgebracht hat, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, was in Anakin vorgeht, seinen Hauptziel und seinen Hauptfokus komplett zu verlieren, weil im Endeffekt hätte man das dann so schreiben können, dass Anakin einfach sehr machtbesessen war. Stattdessen hat man einen Grund genommen, der sich später herausstellt, komplett unnötig war, weil er selber Padme umgebracht hat. Man hätte das so schreiben können, dass Anakin einfach sehr machtbesessen war, was natürlich auch zugegeben in manchen Stellen da war, aber er hätte das viel besser zur Geltung bringen können und nicht sagen können, ja gut, er will Padme beschützen, deswegen bringt er das ganze Universum um. Das ist mein Problem mit Anakin Skywalker. Das war's vom Video. Ich bin natürlich auch ein riesen Anakin-Fan. Also wirklich riesen. Ich liebe Anakin. Die Geschichte rund um Anakin, die Grundidee um Anakin ist einfach unfassbar stark. Doch es gibt einfach in diesem Star Wars-Universum, George Lucas hat einfach sehr viele Plotholes in der Entwicklung des Anakin Skywalkers gemacht. Wir sehen Eren, wir sehen Obito, wir sehen viele Charaktere, die Anakin nachgemacht haben, weil es ja alles später kam, aber einfach es besser umgesetzt haben. Natürlich habe ich jetzt Clone Wars komplett außen vor gelassen. 1, 2 Details natürlich sind wichtig für Anakins Entwicklung und Clone Wars ist auch Kanon, das heißt, es müsste dazu zählen, klar, aber wenn man nur anhand der Filme geht, ist das halt einfach eine riesen Lücke und macht absolut keinen Sinn in dem, wie es eigentlich ist. Natürlich lasse ich mich einen besseren belehren. Wenn ihr irgendwie eine Theorie habt oder irgendwie euch was aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, dann schreibt es gerne rein. Wie gesagt, Star Wars habe ich auch, The Clone Wars habe ich auch gesehen, ist natürlich, wie gesagt, 1, 2 Details, die wir da haben, auch mit dem Zukunft voraussehen und so weiter und so fort, die habe ich jetzt in dem Video außer Acht gelassen. An sich würde ich aber sagen, dass der Charakter Anakin einfach eine zu schnelle Entwicklung in das Böse, in das absolute Böse hatte und zum Beispiel bei Kylo Ren
bei Star Wars 7, Star Wars 8, Star Wars 9, wir da zum Beispiel einen viel besseren Konflikt in ihm merken als Anakin jemals. Also die Sequels sind Katastrophe, aber ich rede jetzt nur von dem Charakter und von dem innerlichen Konflikt, den wir sehen als Zuschauer, und da ist Kylo Ren einfach besser aufgestellt als Anakin. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst hier gerne Resonanz da, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.